Naselkatz, hallo. Heute geht es um HTML, aber was ist denn überhaupt HTML und warum ist das so wichtig? HTML ist eine Abkürzung vom Namen Hypertext Markup Language. Und HTML ist sozusagen das Skelett einer Website. Texte, Bilder und alles Grundlegende einer Website läuft über HTML. Aber ich sagte ja, HTML ist nur das Skelett einer Website. Denn eine Website wie YouTube oder Wikipedia würde nicht so aussehen, wie sie aussehen, wenn es nicht CSS gäbe. CSS ist ebenfalls eine Abkürzung. Ausgeschrieben heißt es Cascading Style Sheets. Das ist sozusagen das, was die Website ausmacht. Aber mit CSS ist es nicht bzw. sehr schwierig möglich, was umzusetzen, was mit JavaScript möglich ist. JavaScript ist eine Programmiersprache, die einer Website Leben einhaucht. Somit kann man mit JavaScript benutzerinteraktive Aktionen durchführen, wie beispielsweise einen Knopf, der dabei hilft, Texte aus- und einzublenden. Oder den altbekannten Like- und Dislike-Counter zu verwenden. Jetzt, wo wir wissen, was HTML ist und was es benötigt, um eine Website lebhafter und schöner zu machen, gehen wir mehr ins Detail. Wir fangen mal an mit HTML. Um einen Code für HTML zu schreiben, benötigt man wie bei CSS und JavaScript erstmal ein ordentliches Programm. Hier empfehle ich Notepad++, was sehr an den normalen Texteditor erinnert, Atom oder Visual Studio Code. Den normalen Texteditor zu verwenden wäre viel Umstand, aufgrund vieler fehlenden Funktionen, die das Coden einfacher machen. Ich selbst verwende Visual Studio Code einfach, weil ich es einfacher zu bedienen finde als Atom und Notepad++ ist mir zu unübersichtlich. Ihr könnt natürlich frei entscheiden, was ihr verwenden wollt. Ich werde alle drei Download-Links in die Beschreibung stellen. Nun fange ich mal an mit HTML. Das Wichtigste, was man wissen muss, um einen HTML-Code zu schreiben, ist, wie man den Befehl -tag verwendet. Dafür benötigt man die Vergleichszeichen, um dem Programm sagen zu können, was ein Befehl oder auch Tag genannt und was ein Text ist. Aber wenn man einen Befehl öffnet, muss man ihn auch wieder beenden. Um einen Befehl zu beenden, muss man wieder in den gleichen Vergleichszeichen den gleichen Tag reinschreiben, nur mit einem Schrägstrich davor, auch Slash genannt. So, damit das Programm auch versteht, für welchen Zweck du das Ganze schreibst, musst du erstmals einen sogenannten HTML-Tag öffnen und wieder schließen. Da drinne schreibst du dann deinen ganzen Code. Um jetzt in bestimmten Bereichen zu arbeiten, benutzt man als ersten Tag den Head, als zweiten den Body und als letztes, auch wenn nicht immer nötig, den Footer. Auf Deutsch auch Kopf, Körper und Fußzeile. Fangen wir mal an mit den Grundlagen der Befehle. Um erstmal einen Text einzufügen, benutzen wir den Tag p. Dazwischen schreiben wir dann unseren Text. Um diesen fett gedruckt zu machen, benutzen wir den Befehl b für bold. Um ihn zu unterstreichen, benutzen wir u für underline oder auch unterstrichen. Um den Text kursiv zu machen, benutzen wir i. Warum der Tag i lautet, ist etwas umständlicher. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie wir unsere Texte in fett gedruckt, kursiv und unterstrichen machen. Aber wir wollen jetzt noch eine Überschrift haben. Diese Überschrift würde ich in den Header packen. Um Vorlagen von Größen zu verwenden, benutzen wir den Tag h und eine Zahl zwischen 1 und 6. 1 und 6 natürlich eingeschlossen. Das h steht dabei für Heading und die Zahl bestimmt dann die Größe. Aber es ist nicht so, dass 1 das kleinste und 6 das größte ist, wie man es sich denken würde. Denn da ist 1 das größte und so höher es geht, desto kleiner wird der Text. Um dem Text eine Farbe zu verleihen, benutzen wir einen neuen Tag, der nennt sich Font, auf Deutsch auch Schrift oder Schriftart. Also in diesem Font-Tag oder auch Befehl schreiben wir dann direkt Color gleich rein. Und um eine Farbe auszuwählen, schreiben wir die Farbe oder den Farbcode in Anführungsstrichen rein. Man kann auch die genaue Größe bestimmen, indem man im Font-Tag Size gleich und dann wieder in Anführungsstrichen die Zahl reinschreibt. Den Font-Tag schließt man dann einfach wieder mit Schrägstrich Font. Um einen Text oder ein Bild zu zentrieren, benutzen wir einfach den Tag Center und schreiben zwischen dem Beginn und Ende unseren Code für einen Text und den Text an sich oder den Code für ein Bild rein. Somit verschiebt sich der Inhalt in die Mitte. Zu guter Letzt wollen wir noch ein Bild einfügen. Das machen wir mit dem Tag img für Image und dann src für Source, also Quelle. Dann schreiben wir in Anführungsstrichen den Namen und die Art des Bildes rein.
beispielsweise toast.jpg oder png. Wichtig ist zu erwähnen, dass das Bild, was du einfügen willst, am besten im gleichen Ordner wie dein Code bzw. deine Seite ist. Ansonsten müsstest du die ganze Quelle angeben und das kann Zeit nehmen und ist deutlich umständlicher. Wenn du dann den Namen und die Endung angegeben hast, musst du noch die Höhe und die Breite angeben, indem du für die Höhe Height gleich in Anführungsstrichen eine Zahl und für die Breite Width in Anführungsstrichen eine Zahl angibst. Dann kann man noch, wenn man will, dem Bild einen Titel geben. Das führt dazu, dass wenn man mit der Maus drüber geht, dass ein bestimmter Text angezeigt wird. Dazu einfach Title gleich und in Anführungsstrichen euren Text eingeben. Zu guter Letzt könnt ihr noch eine Alternative, falls das Bild nicht geladen werden sollte, angeben. Dazu einfach Alt gleich in Anführungsstrichen euren Alternativtext angeben. Noch angemerkt werden sollte, ist, dass man den Image-Tag nicht schließen muss. Also klar, man muss die Vergleichszeichen drumherum machen, aber man muss sie nicht schließen, nur als kleine Info. Gespeichert das Ganze dann als HTML-Datei ab. Und es lässt sich auch als HTML-Datei bearbeiten, so könnt ihr immer nachschauen, wie das, was ihr gerade schreibt, letztendlich aussieht. So, das war der erste Teil. Das Video war viel Arbeit, ich hoffe, ihr schätzt das wert. Danke fürs Zuschauen und ein herzlich kaltes Tschimmerö. Ciao.